Kannst du bitte mal. Ne, bei dem macht er ja keine Verdammung, ne? Niemand oder keine Verdammung. Wie angegossen. Als wenn ich so geplant hätte. Guckt euch's an. Oh, oh, ist das schön. Oh. Oh, wie als wenn ich es gedacht hätte. Als wenn ich es so gedacht hätte. Boah, habe ich da Glück. Sonst hätte ich ihn kürzen müssen. Wäre auch nicht schlimm gewesen, ne? Also, ihn zu kürzen. Aber. Mach's gut, Elias. Funktioniert. So. Du kannst weg. Hervorragend. Also, Platz für den Torpedo haben wir. Den Torpedoraum, so wie man ihn nennt, haben wir also geschaffen. So, jetzt haben wir das Problem natürlich, wir müssen hier unten alles umbauen. Oh my god, das wird umfangreich. Der ganze Boden. Scheiße. Eieiei. Nun gut, also wir haben einen Vorteil. Wir müssen oben auch alles ändern. Das bedeutet. Ich müsste eigentlich was rumschweben, aber hier schwebt nichts rum. Okay. Wir kopieren hier mal ganz kurz. Swups. Aber dann oben meint er weiter. Das ist nur Sicherheit, falls ich mich jetzt irgendwie vertue. Deswegen. Also, wir müssen sowieso das komplette obere umbauen. Das heißt, wir können hier auch die ganze Arbeit eigentlich wegstampfen. Und das gleiche können wir im Grunde unten auch machen. Das müssen wir übrigens machen. Also das ist jetzt eigentlich, da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich heule deswegen darum, weil das hier Variante 12 ist. Also ich heule schon auf hohem Niveau, ich weiß, aber es war sehr, sehr, sehr eigentlich eine ziemliche Frickelarbeit, das rauszukriegen. Und das alles zu zerstören, ist zugegebenermaßen jetzt nicht unbedingt meine liebste Tätigkeit. Aber sie bleibt mir nun mal nicht erspart. So, jetzt brauchen wir erstmal nämlich Licht unten. Denn unten ist die kompliziertere Form. Richtung gedreht. Ich habe aber ganz gerne natürliches Licht dabei. Das ist für mich einfacher. So. Immer. Kennt mich doch. Immer denn, wenn es schwierig wird, wird einfach mal neu gebaut. So, also wir müssen hier. Ich muss mal kurz eine kleine Gedanke. Wir müssen hier so breit werden. Wir können hier noch mit dem arbeiten, sodass wir zumindest eine Kante kriegen. So, wie baue ich jetzt den Übergang hier? Das Problem ist, ich verliere so ein bisschen. Ja, obwohl so. Nee, so stark verliere ich das gar nicht. Was erzähle ich hier für einen Schmarrn? Stimmt doch gar nicht, wenn ich jetzt einfach mal so mache. Die Kante verliere ich nicht. Nö, sehr schön. Hab nichts gesagt. Alles Kommando zurück, alles gut, alles ist super. Melde Gehorsamst, alles super.
Lass mich mal kurz überlegen, wie ich das hier oben machen möchte. Kalter für Glas muss bauen. Wir könnten natürlich wirklich so eine Zweitpots draus machen. Übrigens sieht sie ja so aus, als wenn es nicht ein Teil des Schiffes wäre. Das will ich eigentlich nicht. Ja, das gefällt mir nicht. Ja. Ja, so ist das gut. So ist das gut. Jetzt kommen die Vierer hier hin. Falsche Richtung. Sie sind dafür schon mal auf dem richtigen Weg.
sind schon auf dem richtigen Weg. Gott sei Dank haben wir genug Teile, um das. Gibt es das eigentlich in Zweier? In drei Varianten? Also, sollte mal ganz kurz mal schauen. Du nicht. Du machst schon einen guten Eindruck, aber den falschen. So viele Teile und ich kenne sie alle noch nicht. Das als Dreier. Geht's natürlich nicht, ne? Ah, mein Scheiß, Scheiß, Scheiß. Kann ich es auf 2 umbauen? Schade, das aus 3er. Also wenn das ein 3x3 wäre, das wäre geiler. Das wäre genau das Teil, was ich suchen würde jetzt für diese Stelle hier. Schade. Ich würde sagen, es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Eigentlich gefällt. Ich hätte es ganz gerne anders. Ich hätte ganz gerne wirklich, dass die Kante hier. Also praktisch. Siehst du ja jetzt so, dass sie hier abfällt und dann gerade ist. Ich hätte ganz gerne, dass es eine lange Linie ist. Oder so am besten noch so eine kleine gebogene Linie. Das würde mir jetzt viel mehr gefallen, ehrlich gesagt. Aber das geht nicht. Also muss ich damit leben. So, das heißt es, jetzt wird es richtig übel. Jetzt heißt es überlegen, wie man das umsetzt. Na komm, runter da mit dir, runter mit dir. So. Vor allem, das muss ich alles noch aushöhlen später. Das wird auch noch ein Spaß. Erst aushöhlen, dann alles wieder verdoppeln. Bam, bam, bam. Wir ziehen jetzt mal den Zweier hier durch. Ups, was habe ich hier für einen Teil genommen? Ups. Nicht sorgfältig genug.
Ups. Turbo. Na, ich kann es dir ja zeigen. Ich kann es ja live sagen, zeigen. Ich kann es dem Turbo noch zeigen. Es ist ja noch die ursprüngliche Weite da. Also, ursprünglich hatte ich gedacht, meinen Torpedo so verschießen zu können. Mit so einer Gefährt. Schön klein, eng. Hatte das Gefährt eigentlich auch schon fast fertig. Waren noch so ein paar Detailarbeiten, was jetzt hier so die hinten, hier, das gefiel mir noch nicht hundertprozentig und auch hier nicht so hundertprozentig. Aber es war eigentlich schon gleich gut. Ihr seht ja, hier sind Triebwerke schon dran. Alles gut, alles im guten Bereich. Alles super, alles toll. Ja. Dann kam ein Test. Ich habe zwar einen Test gemacht, aber nie mehrfach, sondern nur einfach. Und bei einem mehrfachen Test zeigte sich, dass, wenn sich hinter dem Ausgang praktisch auf Höhe, also hier, auf der Höhe, sich normale Bauteile befinden, außer jetzt solche Blöcke, dann kann es passieren, dass der Torpedo sich da reinrammt und dann alles versprengt, logischerweise, weil er richtig schnell ist. So hat sich natürlich dann, logischerweise, sieht so geil aus, wenn man hier hochfliegt, sieht so geil aus. Ich liebe die Teile. Also hat sich das Ganze mehr oder weniger in Wohlgefallen aufgelöst, was ich geplant hatte und muss jetzt alles komplett neu bauen und deshalb bin ich gerade dabei, mein ganzes Raumschiff umzubauen. Warum auch nicht? So, und deshalb bin ich jetzt gerade dabei, das ganze Schiff mehr oder weniger ein Stück weit umzubauen, beziehungsweise die Anforderungen, die sich hier stellen, zu erfüllen. So, jetzt muss man mal schauen, wie ich das hier bastel. Mache ich das auch so? Machen wir erstmal die normale Formgebung, bevor wir uns dann um die Details kümmern. Ups. Schon blind? Ich bin heute Morgen, heute Abend oder was ist hier los? Was geht denn hier ab? So. Ich versuche sozusagen ein bisschen die Linie zu folgen. Ich glaube, dass ich da ein bisschen übertrieben habe. Ich versuche diese Linie ein bisschen zu erhalten. Ohne das Schuppige in Anführungsstrichen zu verlieren. Das ist das Problem dabei. Kann man es wirklich so einfach machen? Das sieht aber ein bisschen lame bestimmt aus, oder?
Überraschenderweise finde ich diese einfache Lösung hier relativ. Nicht zu sagen, außerordentlich hübsch. Also ich habe Licht an, deswegen ist das so überstrahlt hell. Okay. So, ich muss zugeben, ich finde den unteren Boden eigentlich geil, obwohl da fast nichts gemacht worden ist eigentlich. Ich hätte jetzt gar nichts großartig gemacht. Aber ich mag ihn auch von fern. Jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen in Anführungsstrichen. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar außerordentlich. Sieht gut aus. Wird akzeptiert. Brumm, 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 brumm. Brumm, brumm, brumm. Bup. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das Beste in der Stobo ist auf jeden Fall Dendor. Space Engineers ist meines Erachtens nach eine der Spiele, die man eigentlich kaufen muss. Jeder, der Minecraft gemocht hat, jeder, der irgendwie mit dieser kreativen Auseinandersetzung umgehen kann und der Bock hat, Schiffe zu bauen, sie zu zerstören, der muss Space Engineers kaufen. Und ich weiß nicht, wie teuer es aktuell ist. Packt es auf die Wunschliste, dass ihr eine Meldung bekommt, wenn ein Angebot ist. Aktuell kostet es 23 Euro. Also ich habe bis jetzt in dem Spiel, ich glaube, ich bin bei 476 Stunden oder so. Warum kann man es hier nicht sehen? Naja, und es ist wie gesagt, es ist, du kannst immer wieder, also es ist... Ich habe so lange Zeit nicht gespielt, ne, weil einfach kein Bedarf da war und weil ein paar Bugs auch da waren, die mich genervt haben. So, und dann legst du es 2 Monate weg und dann packst du es wieder an. Das ist wie Minecraft. Das lässt dich einfach nicht los.
denn kein Minecraft? Hm? Habe ich doch ewig lange gespielt. Zu viel Zeit, oder? Das habe ich irgendwann nicht mehr. Bei Minecraft ist das Problem, du kannst keine Raumschiffe bauen. Wo willst du das wissen? Weil es bestimmt nur mit mittlerweile schon Raumschiff-Mods. Ja, das kann durchaus möglich sein, da hast du recht, aber nee, das hab ich. Irgendwas hab ich nicht mal gekascht, ich weiß nicht, ob ich es erklären soll. Irgendwann war einfach der Drops gelutscht, was das betrifft. Ups, falsch rum. Aber es ist da nämlich schon oft gefragt worden, warum ich dann kein Minecraft mehr spielen würde. Nicht so viel. Nicht so viel. Wir haben uns mal so eine Electric City zusammengezimmert. Ich habe früher auch so viel gemacht da. Multiplayer, als es da Multiplayer ging. Weil ich überleg mal, ich hab damals Minecraft gekauft, da war es Alpha irgendwas, da hat es noch fast nichts gekostet. Also ich habe so gekauft, wo es 4,99 gekostet hat. Ja, eben, das ist. Da hatten die meisten das Spiel, das Spiel noch gar nicht, die meisten noch nicht. Da habe ich schon gespielt und. Ist ein tolles Game, keine Frage. Aber irgendwann ist es auch mal mehr. Also irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mal keinen Bock mehr hast. Ich finde, bei Minecraft fehlen einfach die Funktionen. Das ist halt so ein bisschen das, was immer gefehlt hat. Was mir auch immer gefehlt hat, war immer dieses. Du hast nie so dieses wie hier, dass du halt minern kannst. Das kannst du da auch, aber du kannst die Maschinen nicht bauen. Oder das ist ein. Und ja, das ist so. Das fehlt mir dann irgendwo. Also das hält mich auch nicht ewig lange an der Stange. Also das ist hier zum Beispiel ein Torpedo zum Beispiel, ist so eine Sache, das ist genau mein Ding. So irgendwas entwickeln und dann gucken, dass man dafür ein richtiges Schiff baut, dann eine Flotte bauen, natürlich braucht sowas auch Unterstützung und so etwas zum Beispiel und so weiter. Und dann. Das hält mich an der Stange, aber jetzt über Minecraft machst du letztendlich ja immer das Gleiche. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem. Wenn es immer das Gleiche ist, dann langweilt mich das unglaublich schnell. Ja. Ist so. Wenn es mich dann langweilt, dann nun ja. Die haben jetzt Hasen drin und so. Pferde. Ne, das ist bei Hello Kitty hier oder was? Kannst du jetzt Prinzessinnen spielen? Oh ja, das will ich auch. Ich wollte nie etwas anderes sein als eine Prinzessin. Der Übergang gefällt mir nicht. Halt so rum, ist unten oben. Mal kurz unten oben gucken.
Also wie gesagt, Minecraft, irgendwann war es tot. Irgendwann war es bei mir nicht mehr interessant. Und dann im Multiplayer war es dann auch leider so, dass viele Server dazu übergegangen sind, halt nicht mehr das klassische Farming zu betreiben. Also nur noch bauen wollten. Und das war für mich eigentlich auch immer so, du hast einen Abend zusammengesessen und halt irgendwelche Materialien zusammengefarmt. Das gehört für mich heute für mich auch dazu. Und da war es für mich irgendwie mehr, dann war es für mich irgendwie noch doof. Das hat keinen Spaß mehr gemacht. Vielleicht mit ein paar Leuten wäre es vielleicht noch cooler gewesen, aber beziehungsweise hätte man es vielleicht noch über die Zeit retten können, aber letzten Endes war es eigentlich klar, dass es dann irgendwann nicht mehr kascht. Und dann gab es halt, ach, da gab es so viele andere Spiele, ich weiß gar nicht, was danach kam. Ich muss das echt überlegen. Was ich nachgezockt habe. Minecraft war ja auch nie ein Hauptspiel. War ja nie so, dass ich das hauptsächlich gespielt habe. Es war immer andere Spiele, die da so ein bisschen. So, schauen wir uns noch kurz an. Ich werde es wahrscheinlich nicht symmetrisch machen können, aber wir werden mal schauen. Na doch, folgt der Linie, folgt der äußeren oberen Linie, ist das ganz gut. Damit das Problem schon mal nicht. Hey, das passt. Er kommt das jetzt etwa hin? Oh, bitte, das wäre geil. Ja, langsam wird ein Schuh draus. Langsam wird ein Schuh draus, Jungs. Thank you.
verschlammt. Ich dachte, jetzt alles noch aushöhlen muss, dann Prost Mahlzeit bei der komplizierten Bauweise hier. Autsch. Geh weg. Ich muss hier bauen. Du kannst mich doch nicht so sperren. Na? Sollte es sein, also sollte es vielleicht sein, dass wir es einigermaßen gebacken gekriegt haben? Natürlich wäre es am besten, auf die Halteklammern zu verzichten. Ne? Ist ja klar, so normal würde man jetzt praktisch so bauen. Sehe jetzt wahrscheinlich auch am besten aus. Logischerweise. Problem ist nur, dass es nicht so halt. Also praktisch beim ersten Treffer würde das praktisch direkt abfallen. Aber man könnte es ja als so eine Art, würde man sagen, abbauende Panzerung nehmen. Denn tatsächlich ist das Panzerung hier. Also das ist ganz witzig. Das System bemerkt, ob sich ein vollständiger Block dort befindet oder ein Alba. Also es hat in jedem Einschlag, wenn praktisch die bemerkt das Programm ganz kurz, bin noch nicht ganz fertig, bemerkt das Programm, ob es sich in dem Punkt letztlich um einen vollständigen Block handelt. Im Sinne von,
ob da Platz zwischen ist oder nicht. Das heißt also, mein Trompet zum Beispiel macht den größten Schaden dann, wenn sich die Blöcke halt zusammen befinden. Sobald Luft dazwischen ist oder so, verliert er an Kraft. Das liegt einfach daran, dass er praktisch einschlägt. Beim Einschlag verliert er ja die Kraft, wird also irgendwo in irgendeine Richtung abgelenkt und damit hat er da keine Möglichkeit mehr. Also er geht nicht komplett durch. Hast du jetzt eine gerade Oberfläche? Also sowas hier zum Beispiel. Und der Torpedo trifft auf. Schlägt er durch und dahinter hat er ja nichts. Und würde automatisch dann reinrauschen. Deswegen rauscht er teilweise bei manchen gerade viereckig gebauten Dingern geradeaus durch. Einfach nur durch. Die hast du alleine gemacht? Was meinst du mit die hast du alleine gemacht? Ach so. So. Und deswegen sind solche Panzerungen, solche Extra-Panzerungen gar nicht so blöd, wie es zuerst anscheint. Wer ist denn aus? Also der Teil kann ich schon mal weg. Denn inzwischen bin ich glücklich mit der Variante hier. Kopieren wir die mal ganz kurz. Gucken, ob wir das hier noch mal kopieren können. Bisschen aussehen, wenn wir hier auch noch mal mit einem kleinen extra Haken kommen. Ich habe gerade langsam Hunger. Ich habe nicht viel gegessen heute. Doch nicht da, Idiot. Da. Dadurch erhalten wir mehr Festigkeit. An der Stelle. So, unten brauchen wir es nicht, wo unten haben wir ja sowas nicht. Sieht das scheiße aus oder sieht das gut aus? Fragezeichen. Das. Das Ding sieht so bullig aus. Es ist so geil. Von hinten finde ich das Ding so schön geworden. Ich will es noch ein bisschen zerstören, weil ich hier zwischen noch die Triebwerke anbringen muss. Ich muss noch Triebwerke anbringen und alles. Achso. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Außenbau. Zumindest so weit. Ich würde jetzt gerne hier rund gezogen. Das geht leider nicht durch den Torpedo. Das Torpedorohr. Hier oben passt es ja. Von der Linienführung her. Ich muss sagen, ich mag es. Ich hoffe, es euch gefällt es auch, aber ich denke mal, ich habe euren Geschmack zumindest in Teilen getroffen. Das Ding ist super bullig. So richtig breitschultrig steht das Ding da. Übrigens, das Ding kommt hier oben rein, das Cockpit. Und zwar, das ist ein bisschen fies, das wird ein bisschen fies sein, das wird hier reinkommen. Da will ich noch basteln bis zum Ende nicht mehr.
Wir können mal gucken, wie es aussieht, wenn es geschlossen ist. Warte mal ganz kurz. Hat es noch nicht ausgewählt? Wie gut ist es für alles und jeden Mods gibt? Das ist übrigens auch geil, zeige ich euch gleich mal. Das ist auch ein geiler Mod. Ich muss mal ein paar Mods vorstellen. Es gibt so geile Dinge. So, ich brauche ein 04er Gate. Ich mach's richtig jetzt. Ich mach's einfach mal so. So. Ich glaube, er macht's immer so, dass es Schritt für Schritt macht. Bei dem macht er das nicht. Interessant. Okay. Gut. Dann eben anders. Noch den, warum gehe ich nicht auf? Guck nach. Ja, ist klar, backt das ein bisschen. Aber es scheint richtig zu sein. Schauen wir uns das mal an, wie es aussieht, wenn es geschlossen ist. Ich noch ein bisschen was da mache. Ich glaube, ich weiß schon, was ich da machen werde, aber ich gucke ganz kurz. Ja, ihr seht, komplett geschlossen. Da ist jetzt nur noch eins haben. Warum zeige ich euch Sekunde? Seht ihr gleich, warum ich da noch zwei extra gemacht habe. Ach, die heißt jetzt. Du weißt auch nicht, was du willst, ne? Die zweite Regelreihe finde ich ist nicht so perfekt gelungen. Aber da können wir noch was anderes dran basteln vielleicht. Sekunde. Ah, fuck. Das war einer zu viel.
Wie lang ist das Ding eigentlich? Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Tor jetzt, aber das kriegen wir noch hin. Ich habe dummerweise einen zerstört. Ich hätte ganz gerne sowas Art wie ein Riegel oder sowas. Das ist so eine Verriegelung, die vor Tor fährt und so aussieht, als wenn es das Ganze zerriegelt, verriegeln würde. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, du müsstest, glaube ich, du bist der Falsche. Okay. Jetzt geht's wieder los. Du kannst wieder rauf. Du zu. Ah, 15 ist es. Okay. Hier noch beschissen aus. Also doch lieber die Glastüren. Jo, nach die. Ich gehe auch gleich. Ich bin ein bisschen. Ich muss das jetzt lösen hier. Bevor ich das nicht gelöst habe, kann ich nicht schlafen. Falsch abgebogen. Auf jeden Fall schon ein guter Ansatz. Problem mit der Glastür ist. Jupp, voll daneben voll dagegen geflogen. Kommt der Sache auf jeden Fall schon am nächsten, würde ich sagen. Na, ich wollte die Verriegelung nicht so massiv wirken lassen. Das wird dann, das würde das Schiff kaputt machen oder so. Was du meinst? Ich hätte das ganz, wie gesagt, ganz gerne. Es soll ja nur so ein kleiner sein. So eine Art Regel. Das geht schon in die richtige Richtung. Problem ist nur, dass es in der Mitte halt dann eng durchsichtig bleibt. Und das will ich nicht. Bei Kolben, die kannst du ganz testen. Sekunde, ich zeig's dir. Warum ich bei Kolben so ein bisschen. Könnt ihr mal probieren. Mehr als dass es mistig aussieht, kann nicht passieren. Hm, wo ist er? Langsam kommt die Müdigkeit. Langsam muss ich mal Müdigkeit. Und jetzt bin ich völlig blind. Machen wir kurz. Da ist er. Nee, das ist immer noch. Du siehst, das wirkt zu groß. Der ist zu groß.
sieht man jetzt schon direkt, dass das zu groß ist. Und dadurch einfach nicht klobig. Also das wirkt dann nur klobig, aber nicht mehr. Ups, scheiß Kopf. Dann muss das so erstmal reichen. Ein Fehler, den ich noch gar nicht gesehen habe. Ha! Auch gleich noch beseitigt. Also wie das Ding also von vorne aussehen. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Mir gefällt es echt richtig gut. Es ist richtig schön geworden. Egal von welchen Standpunkt aus ich mir sie anschaue, es ist alles super interessant. Es ist sinnvoll. Es wird viel interessanter jetzt werden, wo ich diese ganzen Eintriebe reinpacke. Es fehlt, wie gesagt, nach vorne und hinten noch entsprechende Triebwerke. Die für hinten, die kommen hier rein. Also wenn die Triebwerke reinkommen für das Antrieb, wie kann man... Wie immer, wir kopieren alles. Wie gesagt, es muss nicht der schnellste Raumschiff sein. Der Hauptantrieb bei dem Raumschiff wird der Jump Drive sein. Mal gucken, wo ich da noch die Frontdinger verstecken werde. Ein bisschen Platz haben wir hier vorne noch. Deswegen habe ich ganz geguckt, habt auch. Das war innenliegend, also das war hier so in diesen innenliegenden Bereichen. Dann auch vielleicht das eine oder andere Triebwerk verstecken. In Anführungsstrichen verstecken. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich bin echt zufrieden, wie das Ding bis jetzt aussieht. Hab mit der ursprünglichen Zeichnung eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Aber es ist ja meistens so. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Innenausbau. Der wird die Hölle werden. Vor allem ist das Cockpit hier vorne. Da ist also nochmal, ich erkläre es nochmal ganz kurz zum Ende. Das Cockpit wird praktisch hier reingeschnitten. Also wahrscheinlich nur so bis hier oder so. Das sieht wahrscheinlich doof aus. Nee, wahrscheinlich eher so. Da wird es reingeschnitten. Das heißt, die ganzen Formen muss ich später mit Glas nacharbeiten. Herzlichen Glühstrumpf. Und dann geht's ab. Dann
geht der ganze Rest. Hier vorne kommt noch Trieb, kommt noch allerdings ran. Und dann werden die ersten Tests gemacht mit dem Torpedo, dass das wirklich so funktioniert. Müsste, aber müsste heißt nicht, es tut's. Und wenn dann alles gut ist, wird der Innenausbau gestartet. Wobei sich denn der Rockdetail hier in der Mitte, hier irgendwo in der Mitte befindet. Plus Jump Drive, wie gesagt. Und dann. Ah, ist das Ding geil geworden. Ist das Ding schön geworden. Die nur halbwegs fertig kriege. Die modularen Thruster haben einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Der Vorteil ist, sie lassen sich sehr schön einbinden in die hinteren Teile, zumindest ansatzweise. Nee, das sind die falschen. Da sind sie. Lassen sich recht schön einarbeiten, wenn man normale Kurven hat. Das Problem bei den Thrustern ist, sie sind sehr schön gebalanced. Das bedeutet, sie sind nicht sehr kraftvoll. Ich habe es seitwärts getestet. Ich habe jetzt seitwärts mich eingebaut gehabt hier. Vorhin habt ihr auch noch eine Version gesehen. Da waren die seitwärts hier reingebaut. Und sie haben nicht genug Power geliefert. Sie haben eigentlich das Schiff nie so beschleunigt, wie es die Teile hier tun. Die sind nämlich ziemlich stark. Und dadurch sind sie für mich sehr interessant. Denn ich brauche keine riesen Mengen an Antrieben, um halt das Schiff zu bewegen. Ich kann mit relativ wenig Antrieb arbeiten. Und das ist für mich wichtig. Denn natürlich bei so einem Gefährt in der Form, da willst du natürlich nicht unendlich viele Raketentriebwerke oder Triebwerke halt irgendwie verstecken müssen. Gott, das sieht so gut aus. Ich bin so begeistert. Ich kann mich kaum vom Lust tragen, obwohl ich so langsam vielleicht mal Schluss machen sollte, denn meine Äuglein fallen langsam zu, obwohl ich natürlich erst ich habe morgen frei, von daher ist es nicht ganz so schlimm. In diesem Sinne, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, hoffe es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Wir sehen uns am Freitag wieder mit dem gleichen Spiel, mit Space Engineers. Dort werden wir den Kreuzer endlich fertig bauen, der nun langsam fertig werden musste. Auch der hat ja den Torpedo, bekommt den Torpedo nur halt praktisch im Mund. Da werden wir noch ein bisschen arbeiten müssen, ein bisschen da rumfuchteln müssen, ein bisschen da und hier und da was machen müssen. Dann den Innenausbau komplett fertig machen. Das Schiff halt so fertig überbauen, sodass ich halt loslegen kann, es zu präsentieren und halt irgendwann in den Workshop zu packen. Dann fangen wir auf jeden Fall mit dem Ding hier an, auch noch ein bisschen genauer zu machen. Die Außenhaut werde ich bestimmt morgen rumbasteln, wie ich kenne. Wenn ich morgen von Sommer loskomme, mal sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich.